Zu Beginn etwas zur Systematik, eine Übersicht. Wir bewegen uns bei den Arthropoden, Gliederfüßern. Da gehören die Tausendfüßer dazu, da gehören Krebse dazu, Spinnentiere und eben auch die Insekten. Und davon gibt es 1 Million Arten. Das sind 60% aller Tierarten auf der ganzen Welt. Zu den Insekten gehören Heuschrecken, Fliegen, Bienen, Hummeln, Ameisen, Käfer, eben auch die Schmetterlinge, Wanzen, Läuse, Flöhe und Libellen. Ein bisschen was zu den Artenzahlen. Libellen haben wir 81 Arten in Deutschland, auf der Welt 6.320. Heuschrecken 86 Arten, Welt 26.000. Bienen 550 Arten, Welt 20.000. Und Käfer, das ist die größte Insektengruppe, 7.000 Arten gibt es da bei uns und auf der Welt 350.000. Schauen wir uns noch die Schmetterlinge etwas genauer an. Auf der Welt 180.000 Arten, in Europa immerhin 10.300 Arten, in Deutschland 3.700 Arten, davon 185 Tagfalter, wobei eben auch sehr viele eben nur in den Alpen vorkommen und die deshalb bei uns so nicht zu sehen sind. In Bayern haben wir 1.968 Kleinschmetterlinge, 1.050 Nachtfalter und 169 Tagfalter, davon 44 alpin. Und in Unterfranken konnten bisher 108 Arten, Tagfalterarten nachgewiesen werden. Tatsächlich sind 60% davon in der roten Liste Bayern zu finden. Kurz was zur Systematik, da werde ich aber in einem späteren Vortrag nochmal darauf eingehen. Aber nochmal zur Erinnerung, die meisten Schmetterlinge, 2/3, sind sogenannte Mikros, Kleinschmetterlinge. Dazu gehören die Gespinstmotten dazu, da gehören Wickler, Widderchen, die werden wir uns auch noch ein bisschen genauer anschauen, Bohrer, Glasflügler und auch Zünsler dazu. Nicht ganz so eng verwandt sind dann auf der Seite stehende Sichelflügler, Spanner, Eulenfalter, Bärenspinner, Zahnspinner, Trägspinner, Schwärmer, Glucken, Wollraupenspinner und Pfauenspinner. Das sind alles Nachtfalter. Und dann haben wir eben unsere Tagfalter, wie gesagt, bei uns 108 Arten eng verwandt. Das ist eine Extragruppe. Die Fensterfleckchen gibt es bei uns nur mit einer Art, Tyria fenestrella. Das habe ich erst einmal in meinem Leben gesehen, sieht man auch sehr selten und kommt wie gesagt nur mit einer Art bei uns vor. Die allgemeinen Merkmale der Schmetterlinge, klar, sie haben Flügel und können fliegen. Sie haben Fühler, die bei den Tagfaltern vorne keulenförmig verdickt sind. Sie haben wie alle Insekten Komplexaugen, Lippentaster. Und charakteristisch ist eben der Saugrüssel. Also wenn man jetzt einen Schmetterling definieren müsste, müsste man sagen Fühler, Saugrüssel und eben Flügel, die beschuppt sind. Das ist das besondere Merkmal bei Schmetterlingen. Also sie besitzen Schuppen, damit auch Farben und das macht sie eben so hübsch und bunt. Zu den Fühlern. Saugrüssel und Schuppen eben als besondere Merkmale. Die Fühler, die sehen alle charakteristisch aus. Die Tagfalter erkennt man auch daran, dass sie keulenförmige verdickte Fühler haben. Am Ende hier sieht man das ganz besonders. Das ist ein typischer Tagfalterfühler hier. Die Nachtfalter kann man von den Tagfaltern am besten unterscheiden, wenn man sich die Fühler anschaut. Nachtfalter haben eben nur fadenförmige oder leicht gezähnte Fühler oder so gekämmte Fühler, insbesondere die Männchen. Hier sitzen Duftrezeptoren auf der Oberfläche. Durch diese Zähne wird die Oberfläche vergrößert und sie können damit die Sexuallockstoffe, die Pheromone der Weibchen erkennen. Ja, und dann eben der typisch für Schmetterlinge ist der Saugrüssel. Das ist eine hohle Röhre und die Flüssigkeit wird allein durch Kapillarkräfte aufgesogen. Also da wird nicht irgendwie
tief gesaugt. Die Schmetterlinge halten ihren Rüssel in den Nektar und durch die Kapillarkräfte und auch durch Härchen wird der Saft einfach hochgezogen. Und der Saugrüssel ist zweigeteilt. Das kann man hier auf dem Bild ein bisschen sehen. Und wenn ein Schmetterling frisch schlüpft, dann ist der Saugrüssel noch in zwei Hälften getrennt. Und frisch geschlüpfte Schmetterlinge erkennt man daran, dass sie erst versuchen und immer wieder mit dem Rüssel herumspielen, damit sich der Saugrüssel zusammenlegt und eine Röhre bildet. Ja, und dann eben die Schuppen, die eben farbig sein können, verschiedene Strukturen besitzen können und den Schmetterlingsflügeln die bunte Farbe verleihen. Das sind mal ganz grob allgemeine Merkmale. So, das andere, was Schmetterlinge kennzeichnet, das ist die Metamorphose. Wir haben hier eine vollständige Umwandlung. Das heißt, wir haben Larven, die ganz anders aussehen, eine Raupe, wir haben ein Ruhestadium, eine Puppe und dann eben erst den Falter. Das ist das Ei, Raupe, Puppe, Falter. Vollständige Metamorphose. Das Ganze geht natürlich auch los mit, wie hier in diesen Sequenzen gezeigt, mit Balz. Schmetterlinge haben sehr ausgeprägte Balzverhalten. Das sind die hier gezeigten Weißlinge oder Gelblinge sind das. Das ist Colias alpha cariensis, der goldene Acht auch genannt. Und der Hufeisenklee-Gelbling auf Deutsch. Die zeigen ein sehr schönes, ausgeprägtes Balzverhalten. Dabei streckt das Weibchen, wie man hier sehen kann, das Abdomen nach oben. Es ist noch nicht ganz klar, ob das ein Abwehrverhalten ist oder ein Anlocken. Es ist beides möglich. Schon begattete Weibchen vertreiben damit nervige Männchen. Und Weibchen, die noch nicht begattet sind, locken damit Männchen an. Also es kann sowohl zur Begattung kommen, aber auch als Abwehrverhalten verstanden werden. Es gibt eine Untersuchung, die zeigt, dass das wohl beides möglich ist. Ja, und wenn die Begattung erfolgreich war, dann legen die Weibchen ziemlich schnell Eier, wie hier der Hufeisenklee-Gelbling an Hufeisenklee. Und ein Ei wird hier angepappt. Und weil ich das hier beobachten konnte, habe ich mir die Pflanze mit dem Ei mitgenommen. Das ist nämlich genau dieses Ei hier. Und habe eine Raupe daraus gezüchtet. Warum habe ich das gemacht? Es gibt von dieser Art zwei Arten, von diesem Schmetterling zwei Arten, die absolut identisch aussehen. Das ist einmal der Hufeisenkleegelbling und der Weißkleegelbling. Und die kann man nur unterscheiden, wenn man die Raupe findet und sich die Raupe anschaut. Beim Hufeisenkleegelbling hat die Raupe gelbe Streifen, wie hier. Und beim Weißkleegelbling ist die Raupe komplett grün. Also, damit konnte ich letztendlich die Art bestimmen. Das hätte ich sonst nicht tun können. Ich hätte einfach schreiben müssen, goldene Acht als Falter, entweder Weißkleegelbling oder Hufeisenkleegelbling. Eisenklee, Gelbling, Colias alpha cariensis oder Colias hyale. So, und dann verpuppt sich das Ding, ist 2 Wochen Puppe und irgendwann schlüpft der Falter. So, dann erinnern Sie sich hoffentlich noch an Entwicklungsbiologie der Tiere. Und wissen, dass bei Insekten das Wachstum durch Häutungen erfolgt. Wir haben es hier also mit einer vollständigen Entwicklung zu tun, einer Metamorphose. Und wir haben Larvenstadien, also die Raupe, und ein Ruhestadium, das ist die Puppe hier. Und dann letztendlich nach der Umwandlung, nach der Metamorphose schlüpft das fertige Tier, der Schmetterling. In der Regel haben wir 5 Raupenstadien. Es gibt aber auch Arten, die haben nur 4 Raupenstadien. Das ist eine Anpassung. Und Wachstum erfolgt eben hier im Raupenstadium. Das heißt,
Es kann nur gewachsen werden, wenn sich die Raupe häutet. Frisst, wenn die Haut zu eng wird, dann muss ein neues Außenskelett angelegt werden und dann kann sie weiter fressen und wachsen. Die Entwicklungsstadien, die können auch Ruhepausen einlegen. Das nennt man dann Diapause. Also die Entwicklung kann gestoppt werden. Das macht insbesondere Sinn im Sommer, wenn es sehr, sehr trocken oder sehr, sehr heiß ist. Dann stoppen einige Schmetterlinge ihre Entwicklung und die Raupen pausieren. Die machen eine Diapause. Auch die Falter können eine Diapause machen, wenn es zu heiß ist. Man sieht sie dann einfach nicht mehr. Natürlich dient die Diapause im Wesentlichen, um bei uns eben in den gemäßigten Breiten über den Winter zu kommen. Und die meisten Schmetterlinge überwintern als Zweier- oder Dreierlarve, L2 oder L3 sagt man dazu. Also diese Raupenstadien werden von den meisten Arten benutzt, um über den Winter zu kommen. Einige überwintern auch als erwachsene Raupe. Dann gibt es etliche, die als Puppe den Winter überstehen und nur ganz wenige, die sich bis im Herbst bis zum Falter entwickeln und dann als Schmetterling über den Winter kommen. Also meistens Diapause hier in den frühen Entwicklungsstadien, Entwicklungsstopp und dann im nächsten Frühjahr, wenn die Futterpflanze neu wächst, geht es dann weiter. Gesteuert wird das Ganze durch Hormone und da wissen Sie, da gibt es zwei Hormone. Das ist das Juvenilhormon, das steuert die Qualität der Häutung. Und dann gibt es das Ecdysol, das Häutungshormon, das immer dann ausgeschüttet wird, wenn eine Häutung notwendig wird. Das heißt also immer dann, wenn zwischen 1, 2, 3, 4, 5 die Haut gewechselt werden muss, muss vorher das Ecdysol ausgeschüttet werden und es löst dann die Häutung aus. Es gibt dann Hormonpeaks, wenn man dazu sagt, und diese Hormonpeaks initiieren dann die Häutung. Diese Juvenilhormon und Ecdysonhormon sind also die beiden wichtigen Steuersubstanzen, die die Entwicklung und die Metamorphose steuern über die Häutung. Wenn eben das Wachstum nur in der Larvenphase erfolgt, ist auch klar, dass der Schmetterling, das erwachsene Tier, nicht mehr wachsen kann. Also ein Schmetterling, so wie er aus der Puppe schlüpft, hat seine endgültige Größe erreicht. Und tatsächlich so, dass auch viele Arten, insbesondere bei den Nachtfaltern, überhaupt keine Rüssel mehr besitzen. Die sind zurückgebildet und die können einfach sogar keine Nahrung mehr aufnehmen. So, dann etwas zu den Lebenszyklen. Das ist auch ganz wichtig, wenn man versucht, Schmetterlinge zu finden oder zu verstehen, wann kann ich denn welche Art überhaupt draußen in der Natur sehen. Es gibt Generationen. Lebenszyklus einer Generation ist hier im Jahresverlauf gezeigt. Das ist hier der Moorgelbling, ein ziemlich seltener Falter, der so ähnlich aussieht wie die goldene Acht, die ich vorhin schon gezeigt hatte als Beispiel, auch ein Gelbling eben, der auch die Eier einzeln ablegt. Die Futterpflanze ist hier die Rauschbeere, Moosbeere kann auch genutzt werden. Das sagt Ihnen schon, dass der Schmetterling auch vom Namen her nur in Feuchtgebieten vorkommt, Moore. Und Moore gibt es ja nur noch sehr wenige, die sind oft ausgetrocknet und dementsprechend ist auch der Falter sehr, sehr selten. Also hier in Unterfranken bei uns gibt es den nicht mehr. Es steht zwar noch auf einigen Tafeln in der Rhön, dass es den zum Beispiel im Schwarzen Moor oder im Roten Moor geben soll, aber dort wurde er seit Jahren oder mittlerweile Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Ja, der Falter, der fliegt im Juli, August. Dann legt er seine Eier auf die Futterpflanze und es schlüpft ein kleines Räubchen. Die Räubchen, die fressen die Blätter an. Das ist ein sogenannter Fensterfraß. Das ist ein ganz typisches Fraßbild, das junge Raupen verursachen. Die fressen also nicht die ganzen Blätter, sondern die nagen nur die Epidermis, die sehr nahrhaft ist, ab. Also ein typisches Fraßbild.
Und so als L3, L2, L3-Raubohr geht das Räubchen dann in die Diapause und überwintert, häutet sich im nächsten Frühjahr und als L4 und L5-Raupe entwickelt es sich weiter dann so. Irgendwann im Mitte Mai, Ende Mai, das ist so ein bisschen von den Temperaturen abhängig, verpuppt sich das Räubchen und 2 Wochen später schlüpft der Falter aus der Puppe. Das ist ein Lebenszyklus. Und der Falter kommt auch nur in einer Generation, wenn man dazu sagt, vor. Er ist Univoltin, wie man das nennt. Univoltin. Das heißt, er fliegt in einer Generation. Und das sind dann meistens so 3, 4 Wochen, wo man den Falter finden kann. Und das war's dann. Dann muss man wieder ein ganzes Jahr suchen oder warten, bis man ihn vielleicht entdecken könnte, als Schmetterling zumindest.